So, hallo Borgrim, wie geht's dir? Na gut. Ist nicht hier. Na gut. Oh, da ist eine Medaille. Da 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 da. Okay, gut, die Gegner sind harmlos. Die verkloppe ich jetzt mal schnell. Kloppologie. Genau, Kloppologie bringt wieder mal den Sieg. So, jetzt rennen wir hier runter und nach rechts. Dann zerstören wir hier alles, was wir finden. Kassieren haufenweise Leder. Heilen uns. Und schnappen uns diese... Hey, Medaille. Und natürlich werden wir auch sofort wieder angegriffen von den Mutanten, die hier überall heißen. So, Belohnung für dich. Ha. Du, 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 du. Autsch, hey, stirb. Oh, ich bin aufgelevelt worden, gut. Ariel, level up. Gut. Verteidigung verstärken wir mal massiv jetzt, gut. Heilen. Damit meine Superwaffe hier nicht kaputt geht. Verbessern wir mal die Durabilität wieder. 30 Punktaren. Und rennen mal ganz schnell hier rum. Oh, ach ja. Das war mal ein kurzer Abschnitt nur. Okay, gut. Dann sind wir anscheinend näher an dem Teleporter, als ich dachte. Und... Du, 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 du. So, mit diesen Schleimen will ich mich jetzt nicht anlegen. Ich muss sowieso noch oft genug gegen schnelle Monster kämpfen. Dann muss ich mich auch noch mit den langsamen anlegen. Okay, gut. Der hat uns hier anscheinend in die Irre geführt. Ah ne, da steht sie. Was ist hier eigentlich hier unten los? Oh, Schatztruhe. Okay, gut. Auf Erkundungssuche können wir immer noch gehen, wenn wir einen Teleporter gefunden haben und nicht jedes Mal 50 Meilen oder so zurücklegen müssen, um hierher zu kommen. So, ich denke, wir können hier lang gehen. Na, das hoffe ich jetzt auch mal. Gehen wir mal nach oben. Klettern hier die Steintreppe hoch. Werden Mutanten angegriffen. So. So, hier. Axt in die Fresse, Bobby Boy. So, und... Autsch! Ha! Du bleibst da, du bleibst da, du bleibst da, du bleibst da. Ah. Du, das ist ein bisschen langsam, aber zumindest sicherer, ohne schwere Verletzungen. Und wir können auch mal eine andere Waffe verwenden. Der Roboter bleibt einfach da stehen, das ist doch noch mal praktisch. Bis jetzt ist dieser Fight auch optimal. So. Na, das ging doch wie geschnitten Brot. Müssen wir hier nur noch das Zeug aus dem Weg räumen hier. Da, da, da. Unkrautjäten im Wald. Ich meine, wir sind ja nicht mehr im Wald. Unkrautjäten in der Höhle. Ha. So. Haufenweise Würmer und Laub. Oh! Das ist ein Endboss? Orin? Nein! Are you alright? Okay, da geht's weiter. Okay. Glücklicherweise, dieser Kerl scheint einfach nur glücklich genug gewesen zu sein. Rede Nonsens. Autsch. Hey, was ist passiert? Was geht hier vor? Große stumme Pirat mit Hai. Gut. Nina, wer ist der Kerl? Ich kann seinen Geist überhaupt nicht glühen sehen. Ist das wegen der Rüstung, die er trägt? Hast du das als Orin angetan? Ich schlage euch vor, nicht weiter in diese Richtung zu marschieren. Wer bist du? Arbeitest du mit Ryoga zusammen? Ich kenne überhaupt keine Ryoga. Ich werde nicht zulassen, wenn du zuerst irgendwas tust. Los, deiner! Attacke, Mutantenangriff, Sturmangriff! Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Hätten wir uns... Oh, der ist schnell, der Knilch. Autsch. Autsch.
hasse das. Na. Ach, das ist auch noch einer von denen. Ja. Geh bloß weg da. Du bleibst weg da. Okay. Die Axt ist tatsächlich besser. Hey, verdammt. Ich habe das Gefühl, wir sterben jetzt wieder hier. Ah ja, toll. Naja, das sieht schlecht aus für uns hier. Ja, der Kampf läuft schlecht für uns. Ah, verdammt, ey. Was ist das? Haben wir 300 Endgegner übersprungen oder was? Ah. Kann er halt irgendwie die gleichen Moves wie wir drauf. Das ist eine schlechte Kopie von uns quasi. Na Mann! Ich schaffe es irgendwie im genauen falschen Moment zu reagieren. Ah. Ich bin schon wieder kurz davor zu sterben hier. Oh Mann! Oh toll. Wir werden schon dafür sorgen. Oh Mann, ey. Wäre nicht unsere Verteidigung so überstark, wären wir jetzt schon tot gewesen. Nutzen das erstmal auf, um nochmal Bandagen zu schnüffeln. Und greifen wieder an. Ah, diesmal haben wir ihn abgewehrt. Oh, ja. Da, diesmal haben wir ihn abgewehrt. Ha, diesmal haben wir ihn in der Falle. Oh, und da sagt man mal, ich bin nicht lernfähig. Ha. Oh, ja. Verdammt, ey. Puh, gewonnen. Hui, hui, hui. Extra Ladung, Erfahrungspunkte und Geld. Ariel Level Up. Und Deiner Level Up. Ah, Verteidigung. So. Davon kann man nicht genug haben. Oh, wenn du darauf bestehst, dann gebe ich ihm auf den Weg frei. Ja, genau. Weg bloß abhauen. Hm. Hey, komm gefälligst zurück, ey. Orin. Halt durch. Ja, geht's dir gut? Ja, danke. Hast du ihn besiegt? Ja, ich habe ihn besiegt. Alles wird jetzt wieder in Ordnung sein. Don't make me laugh. Tja, er ist ganz schön zusammengeschlagen. Sollten wir ihn nicht nach Hause bringen? What's up, Orin? Oh, nee, es ging mir schon mal besser. Wirklich? Geht's dir gut? Was mit Tatjana? Oh ja, die ist immer noch in der Windfestung. Ich werde sie holen gehen. Warte, Ariel. Was? Bitte erzähl Tatjana nichts darüber. Das ist, warum? Ist mir zu peinlich. Bitte, tu es nicht. Oh, I get it. Oh, ich verstehe schon. Denk dran, es ist ein Versprechen zwischen Handwerksrittern. Versprech nicht. Brech nicht dein Wort. Ah, das werde ich nicht. Dasselbe frage ich auch. Ich bitte auch dich darum, Deiner. Na gut, schätze, ich bin auch ein Handwerksritter jetzt. Okay, lass uns ihn nach oben bringen. Hey, los, helft mir mal. Klar. Und der nächste Helfbett. Bin gespannt, wann Tatjana dabei dran ist, schwer verletzt zu werden. Ach, ich mache mir Sorgen um Orin. Ich hoffe, es wird ihm besser gehen. Keine Angst. Er wird sich erholen, wenn er erstmal seinen Mund für eine Weile geschlossen halten kann. Danke für deine Hilfe, Ariel. Oh, na. Du hättest mich nicht gebraucht, Meister. Na, außerdem, dir geht's doch immer besser jetzt. Ja, das stimmt. Aber vielleicht war ich zu enthusiastisch. Und da fällt er auch wieder hin. Meister, geht's dir? Mann, er hat hohes Fieber. Aber wie ich dachte, das Zeug hätte ihn heilen sollen. Keine Ahnung, ich dachte das auch.
Beruhigt euch, Ariel. Mir geht's gut. Ach, Meister. Ja, aber allerdings würde ich lieber in einem Bett liegen, als hier auf dem Boden. Könntet ihr mir hochhelfen? Yep, Meister. Und dann ist das zweite Bett auch voll. Langsam sind die Verlustraten hier unausweichlich hoch. Okay. Sein Fieber ist zurückgekommen. Wir müssen es irgendwie runterbringen. Wie wäre es, wenn wir nehmen noch mehr von diesem komischen Kraut holen? Yep, genau. Ich glaube, wir haben noch irgendwas. Wir müssen noch Medizin daraus machen. Aber kennen wir das Rezept? Ach, ich habe keine Ahnung. Na, genau. Fragen wir Lynn. Die hat doch bestimmt von irgendwas eine Ahnung. Okay, was für ein Twist. Wenn jetzt Tatjana auch noch ausfällt, sind alle Betten belegt. Naja, bis auf unseres im Keller. Aber jetzt haben wir etwas Wichtigeres zu tun. Nämlich unseren Amateurspeer zueinander zu nehmen. Kavum. Gut. Und den nehmen wir auch auseinander. Kavum. So, und jetzt machen wir uns abends erschaffen. Als erstes fangen wir mit der Fist an. Und dann nehmen wir dieses komische Laubwurm-Dorn-Dingens. Ja, genau. Auch die Klaue sieht aus wie ein Schwert. Und was kriegen wir jetzt? Eine Faust. Tada! Die großen Klauen. Das klingt schon mal bedrohlich. Okay, dann machen wir jetzt als nächstes den Speer. Dann nehmen wir das Aqua-Erz. Speeren wir hier mal. Und bekommen einen Speer. Eine Lanze. Was auch immer. Zwar den Hauptspeer. Denn nur die Haupt kommen in den Garten. Gut, und jetzt machen wir mal Heavy Metal. Klonk, 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 klonk und Kavum. Und wir haben einen verbesserten Drill. Na, was ist das für ein Bohrer? Das ist der bohrende Bohrer, der Lochbohrer. Yep, verbraucht. Mega Reparatur. So. So. Gut. Amateur sind wir immer noch. Gucken wir mal mein Equipment. Gut, wir haben jetzt den mega harten Speer. Die mega harte Axt und den mega Metall Saber. Na gut, aber Schwerter sind so klischeehaft. Nehmen wir jetzt stattdessen mal die Klauen. Damit können wir Leute verdreschen. Jetzt ruhen wir uns auch noch ein bisschen aus und machen beim nächsten Mal mit alter Frische weiter. So, jetzt mache ich mal für hier Schluss. Wir haben hier inzwischen erstaunlich tatsächlich mal einen kleinen Fortschritt gemacht. Auch wenn wir die zweite von wer weiß wie vielen Festungen immer noch nicht gefunden haben. Ah, ja. Was für ein Spaß.